Die sind jetzt komplett vertrocknet. Die kann man jetzt wegnehmen, die fallen fast ab von selber. Dann nehmen wir die weg. Aber zeigen wollte ich eigentlich das. Wir sehen. Es ist auch am Wachsen, am Gedeihen. Und weiter oben hier. Auch schon. Heute tun wir das einmal umsetzen und machen das in separat rein. Das eine kommt hier rein, das andere bleibt vorerst noch hier drin. Da können wir das gerade mal ein bisschen anschauen und dann mal schauen, wie das hier aussieht. Ja, es ist hart. Ja, wir sehen gerade das hier, um es noch ein bisschen näher an, wie das hier verwurzelt ist. Hier. Hat ziemliche Wurzeln gebildet. Dann tun wir das hier jetzt auseinandernehmen irgendwie. Es geht schön, man kann es auseinanderziehen. Dann liegt der eine hier drinnen. Der hier hat ein bisschen viel mehr Wurzeln. Wenn wir sehen können, dann ist es jetzt das Problem, wenn ihr das so macht, wie nimmt man das auseinander? Ohne dass man zu viele Wurzeln beschädigt. Einfach von oben Stückchen für Stückchen so oben abreißen. Wenn ein bisschen drinnen bleibt, das ist ja halb so schlimm. Ein paar Würzeln kaputt gehen, ist das auch nicht so tragisch. Jetzt kann man das hier so gut wie möglich auseinandernehmen. Und den Steinwollwürfel, den kann ich jetzt nicht mehr verwenden. Den habe ich jetzt schon mal verwendet. Dann kann man das so gut wie möglich halt wegnehmen. So. Dann wäre das so eigentlich gut. Ja? Wenn man will, könnte man das noch weiter ausfriemeln. Aber wir lassen es jetzt mal so. Und auf die Seite schieben hier. Ja. Dann haben wir hier wieder das gleiche Substrat, das ich schon hier verwendet habe. Jetzt tun wir das hier ein bisschen rein. Den müssen wir schnell hier anlegen. So. Dann habe ich hier den Wasserstandsanzeiger. Ja, den mache ich hier in die Ecke rein. Ja, ich mit Substrat auffüllen. Ja. Dann das gerade so rein stellen, wie es hier kommt. Erst auffüllen mit dem Wasserstandsanzeiger heben. Moment, hebt es noch nicht selbstständig? Nein, es hebt noch nicht selbstständig. Ja, okay, ich muss das so schnell anlehnen. Ja, jetzt hebt es ungefähr. Da muss ich nämlich jetzt schnell noch Wasser reinfüllen. So, oben drauf habe ich noch ein bisschen von einem feineren mineralischen Substrat gemacht. Dass es ein bisschen stabiler hebt, weil es dünner ist. Hinten der Wasserstand ist schön am Steigen. He? Gut. Ich habe hier jetzt bereits schon mit Dünger drin. He? Da sehen wir jetzt gut. He? Wasserstand Maximum. So hebt es jetzt. He? Und da mache ich hier wieder drin. He? Das brauche ich ja nicht zeigen. Seit dem letzten Mal, he? Wo wir das hier wieder abgeknickt haben, ist jetzt auch schon. Ja, um die 3 Monate herum. Eigentlich müsste hier ein Wachstum zu erkennen sein. Wie so bei den anderen Pflanzen, die ich auch habe. Also ja, Feigenpflanzen, wo eigentlich auch überall alles am Wachsen ist. Selbst auf dem Balkon raus. Deswegen habe ich jetzt hier entschieden, etwas ganz anderes auszuprobieren. Und was mache ich jetzt? Ich habe hier einmal als allererstes alle
Blätter entfernen. Wir sehen hier, hier kommt Saft oben raus. An der Stiele und so dann auch am Stamm. Als nächstes muss ich ein bisschen Werkzeug haben. Mit der Schere, die ich jetzt geschnitten habe. Eine Spitzzange. Ein Seitenschneider und nochmal ein kleines Zängli. Und verschiedene Drähte, das sind Bonsai-Drähte. Also, jetzt ist alles klar, was ich vorhabe. Ich tue jetzt probieren. Da tue ich jetzt hier ein bisschen biegen, so dass er so nach oben kommt. Ungefähr so. He? Gut. Jetzt nehme ich hier einen dicken Draht von all denen da. Mal schauen, ob das hier. Ich muss aber die ganz dicke nehmen. He? So wie das hier ist. Da habe ich noch nicht gebraucht, den ganz dicke. Also, jetzt muss ich schauen, wie viel ich von der Länge nehme. So, gehen wir mal hier an. Seitenschneider, ein Stück abschneiden. Ja. Dann brauchen wir den Draht nicht mehr. Hier. Jetzt müssen wir hier ein bisschen runterfahren. So, jetzt tun wir den anpassen um den Stamm herum. So, dass er noch ein bisschen Spiel hat und Luft hat. Ja, ja, ist doch zu gross. He? Der ist doch dicker. So. Machen wir es auf die Seite. He? So, ja. Yeah. Muss noch ein bisschen mehr Spiel haben. He? Das Ding ist doch breiter, als ich gedacht habe. So. Dann tun wir das hier abknicken. Dass wir so quasi so ein Gäbel haben. Ja, das hat hier Spiel. He? Da kann ich es auch aufmachen. He? Dort gehen wir schnell ein bisschen näher ran. So. Das heisst, hier unten, wenn es das so drum kommt, he? Dann lasse ich das hier nämlich offen, dass wenn das auseinander geht, dann kann es das Stängel auf die Seite drücken. Und so tun wir das jetzt hier heben. So, und da kann ich den hier drum herum wickeln. Tun wir das hier wieder heben. Schnell die Einstellung wechseln, dass ihr ein bisschen mehr seht. Tun wir das hier drum herum. Nicht allzu satt, weil das ja auch wieder wächst. Jetzt tun wir hier langsam das wegdrücken. Ja, dann tue ich das hier. Wo tue ich das etwas schneiden? Ich will nämlich auch nicht allzu lang machen. Aber jetzt habe ich das hier offen. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3 Blattstiele. Jetzt tue ich den hier mal hier beim dritten. So. Dann tun wir beim dritten mal komplett abschneiden. So ein bisschen drehen. Dann sehen wir, von der Seite ist er gerade. Ich mache es hier noch ein bisschen über mal. Die Seite über, drücken und machen. So, dass das nicht ganz so gerade ist. He? Und dann hoffe ich jetzt, dass er so wieder neu austreibt. He? Jetzt habe ich angeregt durch das Bewegen und gleichzeitig wieder komplett alles entfernt. Ja, jetzt wollen wir mal schauen, ob das kommt oder nicht. He? Stellen wir ihn nicht direkt in die Sonne, das ist nicht so gut im Moment vermutlich da. Der blutet hier zwar nicht wirklich. Das ist ein bisschen labrig. Also, dann war es das einmal gesehen.
Und schauen wir mal, ob das da wächst oder nicht. He? In dem auf dem Balkon he, sehen wir jetzt, dass hier langsam Blättchen aufgehen. He? Überall, bei allen. Ebenso der, der hier innen ist. Hier fängt es glaube ich auch austreiben. Hier, he? Hier sehen wir auch irgendwas. Hier. Hier kommt auch bereits schon ein Austrieb. He? Und im oberen Teil ist er auch am Aufgehen. Hier aussen kommt er auch schon. Schönstes Wetter haben wir heute und das sollte noch die ganze nächste Woche so sein. Jetzt kümmern wir uns um den. Kümmern. Der kommt jetzt hier auch raus. Hat er schon mal ein bisschen ausgeräumt. Und dann nebenan habe ich noch das hier. Ich weiss gerade nicht, wie es heisst. Vielleicht weiss es jemand von euch. Das hat noch mein Bäri dran. Also nicht essbare. Das ist ein riesengroßes Geschrüpp. Das kann bis zu 6 Meter hoch werden. Den tue ich dann mit umtopfen. Den mache ich hier auch rein. Dass hier noch. Ja, dass hier zwei, drei Sachen drin sind, genauso da hinten. Da habe ich auch noch etwas da, wo ich nicht weiss, was das ist. Das muss ich auch irgendwie mal. Entweder ist zufällig in diesem Töpfchen etwas gewachsen. Oder es ist tatsächlich etwas bewusst, was ich hier gemacht habe. Aber ja, keine Ahnung, was es ist. Blätter so, Reib. Schmeckt nicht speziell noch etwas. Mache ich auch noch mit rein. Und das kommt das einfach alles hier in den Topf hinein. Dass wir hier ein bisschen verschiedene Sachen drin haben. Und als allererstes tue ich bei diesem Topf eine Art Drainage rein machen mit einem speziellen Substrat. Ja. Das ist so ein ziemlich grobkörniges mineralisches Substrat. Im unteren Bereich. Das ist höher gemacht als die Untersetzung. Aber so, wenn ich Wasser gebe von oben, weiss ich genau, dass wenn es noch drin steht, macht das nichts. Und die Wurzeln, die da drin sind, wenn sie mal so wieder runtergehen, auch nicht. He? Also, dann schauen wir jetzt einmal da rein. Das hier ist schon klar. He? Das nehmen wir da wieder raus. Das hat auch so Würzeln da unten gebildet. He? Dann geht es jetzt hier darum, den hier rauszuholen. Der ist ja hier in einem ganz kleinen, ganz kleinen Untersetzel drin. Da hinten ist auch noch etwas, das nicht gewachsen ist. Der Kapok, der ist nicht gewachsen hier. Das ist eine andere Variante. Gut, das muss ich dann auch noch mal festhalten. Jetzt kommt es auch vor. Okay. So. Jetzt müssen wir das alles schön auf die Seite räumen. Der hat sicher Wurzeln gemacht ohne Ende. Wenn ich es hier dran ziehe. Ui, ui, ui. Schauen wir mal das an. Okay, das muss ich euch nicht zeigen. Ich zeige es nicht, wenn ich es draußen habe. Jetzt muss ich hier alles etwas gross rausnehmen, damit ich hier dazu komme. Den hier hinten habe ich schon mal gelockert. Den kann man auch rausnehmen. Der hat auch so ein bisschen Würzchen. Also, jetzt habe ich das komplett befreit. Jetzt habe ich aber entschieden, hier überall ein paar Wurzeln abzuschneiden. Dass es nicht ganz so viele Wurzeln hat. Ja, das so, wo mehrere dran hat, lasse ich. Der ganz lange, da tue ich auch einkürzen. So quasi, dass wenn ich das hier oben habe, dass hier unten das oben ist. Da hat es noch ein paar feine dran. Und wenn ich den hier, da tue ich auch gerade abschneiden. So. Okay. Und hier unten jetzt noch ein paar ganz kleine, lange, die tue ich auch wegnehmen. So. Okay. Das heisst, es bleibt hier das übrig. He? Da sind ein paar andere Sachen drin. Dann lassen wir das so da. He? Da hat er so drin. Ja. Und auffüllen mit Erde wieder. He? Da nehme ich dort, wo er schon gesehen ist. Und ein bisschen von der anderen Seite, wo mein gemischtes Substrat ist. So. Das mal zuerst ein bisschen abdrücken. Ja, nicht ganz so. So. Zwischendurch abdrücken. Dass das ein bisschen härter ist. So, dann steht er schon mal ein bisschen besser.
ganzen Wurzeln da überall. Ne? So ein bisschen weiter rauf, so etwa. He? Gut. Die Wurzeln einfach abdrücken da, die raus schaut. Die hier wird noch zugedeckt. So. Dann hätte ich noch das andere Gemüse da. He? Da tue ich auch gerade ein paar Wurzeln entfernen. Die wachsen sowieso wieder nach. He? Dann habe ich unten Wurzeln entfernt, dann tue ich hier auf dem Ganzen da, das Ganze hier oben, tue ich jetzt etwa hier. Hier schneide ich es auch noch gerade ab. Das wäre es dann für jetzt. Den habe ich hier aber in seinem Töpfchen gelassen, also habe ich einen anderen genommen, noch, dass sich die Wurzeln hier nicht weiter ausbreiten, weil ich noch nicht weiss, was es ist. Bei dem ist es nicht so tragisch. Das Gestrüpp kann ich auch immer zurückschneiden, ich weiss, was das ist, oder? Also nicht vom Namen her. Dann lassen wir jetzt das mal hier. Wir sehen auch, die erste Stelle, wo es auch schon wieder am Austreiben ist. Super, jetzt noch ein Wasser geben und beobachten. Schattig stellen noch, das wäre vielleicht jetzt noch wichtig, denke ich. Kurz nachdem ich jetzt das gestresst habe. Die Schneidmaßnahmen hier, die scheinen tatsächlich etwas genutzt zu haben. Schauen wir mal den Stamm an. Hier kommt jetzt schon wirklich die erste Knospe raus, wenn man sehen kann. Wenn wir das Ganze noch ein bisschen drehen, hätten wir hier schon die nächste. He? Und auch hier, weiter oben, ja, ist auch schon wieder eine zu sehen. Und genauso ganz oben. Nein, ganz oben ist noch nichts zu erkennen. Nein, hier oben ist noch nichts zu erkennen. Wir können sehen, dass das hier sehr schön weiter am Wachsen ist. Auch der dritte, aber weiter oben passiert nichts mehr. Wir sehen jetzt eher, dass es hier trocken ist, ja, wenn es unscharf ist. Das heisst, ich werde jetzt hier eine Massnahme treffen, dass das hier abgeschnitten wird. Das lasse ich dran und möchte jetzt eigentlich, dass hier irgendwie so knapp wie möglich dran vorbeischneiden. Jetzt habe ich halt kein richtiges Werkzeug. Probieren wir es mal so. Oh, habe ich es geschafft? Yeah. Doch, habe ich es geschafft, ohne reinzuschneiden. Okay. Das hat soweit mal geklappt. Ja, machen wir den Draht hier wieder ein bisschen abnehmen. So. Das Ganze tue ich noch ein bisschen mehr verbiegen. Nochmal ein bisschen umbiegen. Das hat etwas genutzt anscheinend. He? Die ganze Verbiegerei. Ja. Jetzt kann der hier schön aufwachsen. Hier kann er auch gerade aufwachsen. Und der kann hier auch aufwachsen. Dann habe ich hier einen Stamm. Hier unten habe ich auch wieder etwas Grünes. Das nehme ich auch gerade weg. Hier unten will ich nicht mehr dran. Das tue ich dann immer wieder vor, zu haben wir wegnehmen, wenn etwas unterkommt. Dass ich hier drei Äste habe, die hier quasi nach oben gehen, wo ich dann wieder schneiden kann, dass sie sich weiter verzweigen. So, das ist also die Überlegung jetzt bei dieser ganzen Sache. Ah, man kann ganz gut sehen, wie die weiter so aufgegangen sind. Und auch hier. Ah, irgendwie ein bisschen viele Spinnen hier, kleine auf dem Balkon. Schön aufgegangen und gewachsen.
Dann ist mir noch aufgefallen, im unteren Bereich, ja, da ist auch noch mal etwas am rausgekommen. Dort auch. Aber das möchte ich nicht. Ich nehme das auch weg. Genauso da oben. Die kann man einfach abknicken mit dem Fingernagel. Oder mit einer kleinen Schere, die möchte ich nicht. Das soll oben weiter wachsen. He? Ah, was ist das? Ich meinte, da ist irgendetwas drauf. Nein, ist alles gut. Sonst ist es nie einen am weiter austreiben. Das ist sehr gut am Wachsen. He? Wir sehen, ist deutlich grösser geworden. He? Wunderbar. Hier kommt es raus. Und der hier ist auch am Rauswachsen. He? Ja, das ist der, der hier drin ist, ein Abschnitt, den wir bei den anderen oben abgeschnitten haben und reinpflanzen. Er ist schön am Wachsen, der wächst hier oben weiter raus. Da muss man immer wieder ein bisschen Wasser rein tun und wir sehen, die Wurzeln kommen unten auch schon raus. Jetzt machen wir das so, dass ich hier nicht so viel Wasser nachgießen muss. Dann machen wir hier eine Selbstbewässerung rein. Dazu nehmen wir mal schnell zuerst so hier raus. Und schauen wir mal an, wie gesamthaft hier, das mit diesen Wurzeln jetzt aussehen. Wir hören, wie das mineralische Substrat körnig ist und hart. Ja, wunderbar. Es funktioniert gut. He? Dann brauchen wir das nicht mehr. Das kann man mal vielleicht für etwas anderes brauchen. So, das kommt weg. Ja, dann schauen wir das mal schnell an. Um den an, wie schön dass das aussieht. He? Ganz schön weiss. Weiss ist ein sehr gutes Zeichen. He? Es gibt auch dunkle Sachen drin, he, die nicht so gut sind. Die kann man gerade rausnehmen. Das sind abgestorbene Wurzeln, he, die ganz dunklen. Da. Ja, wunderbar. He? Super. Nicht zu lange so los. Dann machen wir das jetzt hier in die Selbstbewässerung hinein. Das ist so ein Topf, wo unten innen das Wasserreservoir hat, in dieser Höhe. Man kann es auch höher füllen. Irgendwann steht der Anzeiger oben an. Und wenn man mehr Wasser will, kann man das auch machen. Das zeige ich jetzt nicht, das ist noch etwas anderes. Und hier haben wir den Docht drin, der hier unten raus schaut. Ein spezieller Docht, wo das Wasser raufsaugt. Aber irgendwann wachsen bei erfahrungsgemäß die Wurzeln auch um den raus. He? Da müssen wir ab und zu reinschauen und die Wurzeln wieder raus abreißen, weil ich will ja die Wurzeln im Topf haben und nicht um den innen. He? Wir haben ja vorher gesehen, jetzt sind sie auch schon um den rausgekommen. Ja. Und so kommt das jetzt da rein. He? Ich nehme das gleiche Substrat wieder. Machen wir hier mal zuerst ein bisschen rein, he? Mit dem Wasser. Alles, das ist nicht so tragisch. He? Ja. Hochziehen, dass das kommt ja weiter rauf jetzt, weil er grösser ist. Ja. So dürfte das gehen. Uiuiui, Moment. Also die oberen paar Würzeln hier nehme ich weg. Ja. Und dann nehme ich hier noch ein neues Substrat. Ich mache jetzt nur vom gleichen drin und kein feines mehr. Ich fülle das hier oben noch auf. Ein bisschen abdrücken. Das hebt noch nicht so gut, weil die Wurzel jetzt natürlich unten, nicht ganz unten ist. Ich habe sie immer wieder ein bisschen rausgezogen, jetzt, wie ihr gesehen habt. Aber es steht schon von selber. Das ist gut so. He? Dann füllen wir hier noch Wasser rein. Hopp, schon auf Maximum. He? Da ist der Wassertank nicht so hoch, eben gross. Wenn wir das hier
Maximum. Hier drinnen sehen wir, welche Richtung das gewachsen ist. Ja, das war es hier. Sehe ich keine Austritte im Moment. Nein, müsste sonst jetzt lassen wir mal wachsen, ein Jahr, und dann nicht schneiden. Oder dass man ein bisschen halten kann. Wunderbar.